diesem Video wollte ich mal im Detail zeigen, wie ich meine Rückfahrkamera an mein Android-Radio anschließe. Als erstes trenne ich das Minuskabel direkt am Rücklicht, quasi am Stecker für das Rücklicht. Und zwar ist es hier das braune Kabel. Das braune Kabel ist Minus und das schwarze Kabel, das ist in der Mitte des Steckers, dieses ist das Pluskabel. Muss auch gleich durchgetrennt werden, damit wir die Plusleitung der Rückfahrkamera anschließen können. Hier nochmal gezeigt mit Pfeilen, welches wohin gehört. So, dafür nehme ich erstmal die Kabel der Rückfahrkamera, und zwar nehme ich das rot-schwarze Kabel. Dieses kommt an das braune dran, wird miteinander verbunden. Dafür verwende ich einen ganz normalen Elektrostecker. Der wird beim Auto ganz üblich, ganz normal verwendet. Kriegt man überall im Zubehör. Anständig festschrauben, damit diese Verbindung auch gut hält. Ich empfehle auf keinen Fall, irgendwelche billigen Klemmverbinder zu verwenden, denn diese verlieren nach wenigen Monaten den Kontakt oder nach einem Jahr oder nach zwei, und dann fängt die Fehlersuche an, weil es keine Verbindung zur Kamera gibt. So, jetzt bin ich auch schon am Pluskabel dran. Dieses ist das schwarze in der Mitte. Mal eben den Mantel abziehen, vom den Isolator vom Kabel abziehen, und da kommt ebenfalls das Kabel von der Kamera, diesmal ist es das rote, und das Kabel vom Radio, was nach hinten geht, wird da auch mit verbunden. Dieses ist dafür da, sobald ich den Rückwärtsgang einlege, geht die Plusspannung zum Radio und das Radio schaltet automatisch auf Rückfahrkamera. So, jetzt nochmal den Stecker dran friemeln. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, denn ich muss insgesamt 4 Kabel in den einen Stecker reinbekommen. So, das Kabel sitzt. Jetzt noch die anderen beiden. Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Diese auch anständig festziehen, damit die Verbindung gut hält. Aufpassen. Nach dem Festziehen nochmal an den Kabeln einzeln ziehen, die sollten natürlich nicht rauskommen. Wie auf den Pfeilen gezeigt, das eine rote Kabel, das geht zum Radio, also in den Innenraum, und das andere geht zur Kamera. Ja, wenn die Kabel jetzt auch schon fest sind, dann auf jeden Fall gucken, dass man diesen Kabelbaum anständig befestigt, damit er hinten nicht klappert oder irgendwie rumfliegt. Hier nochmal dargestellt der Verlauf der einzelnen Leitungen. Der eine geht zum Kamera und der andere zum Innenraum. Ja, wenn das Kabel anständig in die richtige Position gelegt ist, mit ein paar Kabelbindern oder ähnlichem anklemmen, hier noch einmal das Videokabel, das habe ich jetzt nochmal reingesteckt, und jetzt sind wir auch schon im Innenraum. Im Innenraum nehme ich mir den Kabelbaum, der ins Radio reinkommt, und suche mir das Videosignal raus. Das ist dieses orangene Kabel, da steht Rückwärtsgang in oder Video in. Und zwar kommt hier das rote Kabel, was ich gerade angeschlossen habe, was zusammen mit dem Videokabel dranhängt, kommt da dran. Und sobald dadurch Plus fließt, die Spannung, schaltet das Radio automatisch den Bildschirm um. Egal was passiert, auch wenn das Radio aus ist, wird die Rückfahrkamera eingeschaltet und das Radio schaltet sich selbst ein. Ja, das Kabel festziehen, dann den Stecker draufstecken. Wenn das alles fertig ist, dann ist eigentlich das Anschließen der Videoleitung oder der Rückfahrkameraleitung erledigt. Jetzt noch einen richtigen Stecker finden, dann gibt es nämlich mehrere gelbe Videostecker, die sind für die Bildschirme hinten. Alles klar, das war's. Danke und ciao.